Guten Morgen. Ich war vorgestern wieder beim Rohkost-Potluck. Wer das nicht kennt, das ist, dass ich wildfremde Menschen, mittlerweile sind viele davon nicht mehr wildfremd, aber dass ich potenziell fremde Menschen treffen, dass jeder etwas mitbringt, rohköstlich zubereitet, das in die Mitte legt und dann alle herzhaft zugreifen können und sich inspirieren lassen können von der reichhaltigen Rohkost. Und das war am Samstag und ich möchte euch jetzt ein paar Impressionen davon mitteilen. Es ist Winter, es ist kalt, es ist Rohkost-Potluck-Time. Lassen Sie es natürlich nicht nehmen, auch im Winter einen Rohkost-Potluck zu veranstalten. Natürlich, die Damen, die haben das alle nicht so mit der Kälte. Und ich wäre gerne draußen irgendwo mir ein Iglu gebaut und dort das Rohkost-Potluck gemacht. Aber ja, die sind ja alle etwas empfindlich, was Kälte angeht. Und entsprechend haben wir jetzt einen Raum gefunden. Wir haben eine Frau gefunden, die uns ihre Ergotherapie zur Verfügung stellt und wir dort unser Rohkost-Potluck veranstalten können. Es ist leider begrenzt auf 20 Leute gewesen, deswegen konnten wir es auch nicht öffentlich ausschreiben, aber es ist halt so. Sie hat halt nur gesagt, 20 Leute dürfen kommen. Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg und ich habe diesmal was gemacht und zwar Orangen-Ananas-Cevapcici. Allerdings schmecken die nicht nach dem, was der Name sozusagen hergibt, sondern die schmecken einfach wie irgendwelche Energiekugeln mit Datteln. Das liegt aber daran, weil ich wahrscheinlich sehr viel ja, Dattel dran gemacht habe. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das gibt es heute. Dann habe ich meinen rohvegan Feta mit und ich habe eine Sache, das ist wirklich das beste Rezept, was ich je gemacht habe und das bezieht die vegane Küche mit ein. Das sind Topinambur-Chips mit Traubensoße und also es ist mega. Das Rezept kommt auf jeden Fall auch noch, aber das ist wirklich ein perfektes Rezept. Und da will ich heute mal zum Testen, diese Chips sind es nicht, weil es nicht knusprig sind, aber die Dinger verteilen und da bin ich sehr gespannt, was die Leute dazu sagen. Auf jeden Fall, das ist wirklich mein bestes Rezept, was ich jemals gemacht habe. Da freue ich mich richtig drauf, euch das irgendwann mal vorzustellen. Aber ja, erstmal will ich es jetzt so testen lassen, ob dieser phänomenale Geschmack, ob ich den nur habe, ob die anderen Sachen, boah, ganz nett oder so. Da bin ich halt sehr gespannt. Ja, ansonsten mache ich mir auf den Weg. Ja, wieder mit dem Zug, halbe Stunde Fahrt ungefähr. Und ja, auf jeden Fall gibt es nachher wieder dann Bilder vom Essen und vielleicht auch ein Interview, mal sehen, wer da ist, was interessant ist. Ansonsten, ja, rede ich halt alleine mit euch. Also dann viel Spaß beim Potluck. So, das ist wieder unser reich gedeckter Tisch. Mal sehen, was es heute gibt. Zum einen, was ist das? Das ist Kopfsalat, Postelei geraspelte Möhre, Paprika, Gurke, gesprossen, Kamut ist drin, Alfalfa, ein bisschen Olivenöl, Zitronensaft, Salzsohle. Zu deinem Mitbringen. Ja, dann haben wir frische Sachen, Granatapfelkerne und Pomelo-Sachen. Dann, was ist das? Mini-Mohnkuchen. Mini-Mohnkuchen. Mohn, ist das, kann man das rohköstlich, kann man den so essen? Ja. Wusste ich gar nicht. Was ist das? Das sind Haselnuss-Schokobällchen, Art Nougat. Okay, dann kommt hier, das ist Rohkost-Feta. Die kann man zu jedem Salat einfach drüber machen. Dann das hier ist ein Experiment mit Topinambur und Traubensaft, schmeckt richtig super. Und das sind Ananas-Orangen-Cevapcici. So, das ist Falafel. Falafel mit einem entsprechenden Dip. Baobab-Mayonnaise. Und das ist, sieht aus wie Avocado? Nee, es ist grüner Apfelkuchen ohne Boden. Also Apfel mit Spinat. Und wenn man den anhebt, wie stabilisiert er sich? Also, der ist gut. Aber wenn er keinen Boden hat? Pass auf. Soll ich zeigen? Der ruht in sich. Das muss man jetzt mal testen, weil ohne Boden. Verrate doch nicht meine Geheimnisse. Ja, okay. Er flockt etwas, aber es ist okay. So, dann, was haben wir hier? Rote und gelbe Beete Carpaccio. Und das, Uta, deine Schüssel? Karotte, Apfel, Zitrone und Dattelpaste. Und Dattelpaste? Oho, das ist aber interessant. Dann Rosinen, selbstgemachtes Sauerkraut. Ich hoffe, das ist selbst gemacht. Ja. Und hier. Und das hier? Südländischer Kreuzsalat. Südländischer. Ja. Was heißt südländischer? Koriander. Mit Koriander, Cashews und Datteln. Und Kräuter. Koriander. Das sieht's ja. Dann das hier ist was? Zimt-Bananen-Pudding mit Lupinenmehl.
Mit Lupinen, aha. Yes. Das sind Würstchips. Chips und dann noch so Karotten, Ingwer, Cracker. Alles so im Dürrgerät-Cracker genau. Quasi. Okay, dann, was haben wir hier, eine Kokostorte? Schokoladenmus-Torte. Schokoladenmus-Torte. Also sehr süß heute. Dann hier ist, ja. Verschiedene Arten von Kakaobohnen. Einmal mit Haut, also mit... Ach, das sind Kakaobohnen, die weißen. Mit getrocknetem Fruchtfleisch, dann einmal fermentiert und einmal nacksch. Ah, cool. Und das sind Mungbohnensprossen? Mungbohnensprossen. Das ist dieser Orangensalat mit Weißkohl. Orangen-Weißkohl, Trockenfrucht, Trockenfruchtsalat. Das ist ein Wildkräutersalat? Nee, Winterkresse ist das. Winterkresse? Ja, mit Ananas, aha. Mango, Granatapfel, Walnüssen, Möhren. Ich hab bestimmt was vergessen. Aber zum Winter ist alles ein bisschen fruchtig und süß, ne? Merkt ihr das? Ja. Das ist ein rote Beete-Salat. Ein Gute-Laune-Salat. Von den beiden hier, von Antje und Ronny von ihrem Blog. Ja, kann ja einfach anfangen, genau. Rote Beete, Apfel, ein paar Rosinen habe ich noch reingemacht, das war im Rezept nicht mit drin. Und okay. Avocado und Gute-Laune. Und das hier? Das ist ein Käsekuchen. Ein Käsekuchen? Ja, gibt's nicht, aber erster Versuch. Und der Käse ist die Cashew-Sachen wahrscheinlich. Genau. Da hinten sind Mandarinen. Dann, das ist auch ein rote Beete-Salat. Gute Laune-Salat. Auch gut. Ohne Avocado, dafür mit ein bisschen Deko. Ach, du hast nur Avocado drin, ich oder? Ich habe Avocado drin. Ah, okay. Also das ist der gute Laune-Salat und das ist der also mittlere Laune-Salat. So. Nur wegen der Avocado. Und da hinten, das sind Grünkohlchips. Ja? 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 Da hinten in der Ecke, was ist das? Entschuldigung. Würstchips, Grünkohl, rote Beete, Pastinake und Kürbis. Okay, und das ist Gewürzschokolade. Genau. Ah, das sind Litschi und dann sind wir durch mit der Übung, würde ich sagen. Wunderbar, ab geht's. So, und dann haben wir vergessen, Tomatensuppe. Hallo. Herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier beim Rohkost-Potluck und haben jetzt uns mal zusammengesetzt, um einfach mal auch so einen kleinen Ausblick über die nächsten Rohkost-Potlucks zu geben. Und ja, und deswegen gleich die Frage an Silke: Wann ist denn das erste Rohkost-Potluck des Jahres? Also im April, aber auf dem Datum haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt. Das letzte oder vorletzte Aprilwochenende, der Samstag. Wir hatten uns auf den Samstag festgelegt. Ne? Ja. Sonntags ist immer ein Familientag für viele. Aber ist im April nicht auch die Revolution? Ja. Am 9. und 10. April. Am 9. und 10. April. Also wahrscheinlich 2 Wochen später. Dann. Revolution, seid ihr da auch wieder bei der Revolution dabei? Ja, natürlich. Habt ihr einen eigenen Stand? Na, wir haben uns eingeklinkt. Beim Tegeler Salzwasserkontor. Ja. Und natürlich dann zusammen das zusammen. Genau, richtig. Und die dort einen Stand haben, dürfen ja auch eine Rede halten oder dürfen so ein Seminar machen. Wollt ihr das? Oder da sind wir aktiv. Ja, da machen wir zusammen einen Vortrag über Rohkost ohne Angst. Rohkost oder Angst? Ja, weil du kannst ja, oder gerade Einsteiger lesen ja so viele Bücher und holen sich ganz viele Informationen. Mhm. Und aber dann diesen Schritt wagen, jetzt wirklich anzufangen, weil ja auch in der Rohkost, das ist ja auch mit Vitamin D-Mangel und was da alles ja, so, gut, das hast du gerade auch, ne, aber rumschwirrt. Ja. Also einfach um die Angst zu nehmen, machen wir einen Vortrag Rohkost ohne Angst. Ah, okay. Und da sind wir auch dabei. Das sind wir dabei. Das sind wir dabei. Ja, heute das erste war heute nur ein begrenztes Potluck mit 20 Leuten. Aber ja, also geschmacklich heute muss ich sagen, war sehr, sehr süß im Gegensatz zu sonst, oder? Fruchtig süß. Sehr fruchtig süß. Selbst die herzhaften Sachen wie die Salate waren irgendwie immer noch Apfel drin oder Zimt oder so. So typisch Ananas. Winterlich. Aber gut, es ist ja jetzt auch die Apfelzeit. Und die Orangenzeit. Die Wurzelzeit, ne, so rote Beete und so. Ja, wobei rote Beete ja nicht so süß ist. Ja, aber in Kombination mit Apfel. Das war ja dein, wie heißt der Salat? Gute Laune. Gute Laune Salat. Ja, schön. Das, magst du Karob? Weil Karob ist ja nicht so schokoladig, hat ja so einen eigenen Geschmack. Das ist Johannisbrotbaum. Ja. Mhm. Und enthält keine Stimulantien. Genau. Also wir nehmen zum Beispiel anstatt Kakao immer nur Karobpulver. Mhm. Das regt doch nicht so das Nervensystem. Aber es schmeckt doch bestimmt nicht so, oder? Doch, also so ähnlich. Also man gewöhnt sich ja an alle. Naja, aber da macht ja den Rohkostanfängern ja schon wieder und Angst. Man gewöhnt sich an alle. Du magst ja so gern süß und Karob ist nicht so bitter wie Kakao. Es hat eher so einen süßen Geschmack. Ich mag total, es gibt 2 Richtungen, die ich extrem mag. Das ist süß und das ist bitter. Okay. Was ich nicht mag, ist scharf. Aber bitter ist für mich eine sehr tolle Sache. Also das, an einem Kakao mag ich ja nicht das Bittere nicht, sondern das Schokoladige irgendwie, dieser Aroma halt. Einfach durch dieses Schokoladenaroma, das ist nicht so meins. Das ist auch eher selten, ne? Die meisten mögen ja durch dieses Schokoladige. Ja, weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel gerne Kinderschokolade gegessen früher. Kinderschokolade, aber das war ja nicht die Schokolade, das war der Zucker. Süß. Also deswegen, also ich Aroma. Und viele denken, dass sie Schokolade mögen aber einfach nur einen Zucker.
Und das ist halt schon ein Unterschied. Also von daher glaube ich nicht, dass es so viele gibt, die jetzt Schokolade auch nicht mögen. Also keine Ahnung, aber bei mir, mir schmeckt Schokolade. Ja. Ganz deutlich, ja. Aber weißt du, Christian, weil du sagst, mit der an Rohkost gewöhnen oder an einen anderen Geschmack, so sehe ich auch die Ernährungsumstellung. Dass letztendlich ist es ja, dass wir, desto mehr wir oder als du angefangen hast, vegan zu essen, da hast du ja letztendlich deine Gewohnheiten verändert. Ne? Anstatt dem Essen, was du dir vorher gemacht hast, hast du dich eben auf vegan eingeschossen. Und jetzt änderst du nochmal deine Gewohnheiten hin zur Rohkost. Und so ist es eben auch mit dem Kakaopulver oder mit dem Karopulver. Weißt du, zuerst wirst du jetzt wahrscheinlich ganz viel Kakaopulver nehmen und irgendwann kommt vielleicht so für dich die Frage, naja, was gibt's vielleicht noch? Karob. Und dann, und das ist letztendlich immer eine Änderung deiner Gewohnheiten. Das ist richtig, aber bei den Geschmäckern gehe ich davon aus, dass ich ursprünglich irgendeinen Geschmack habe, der mir gut tut und den ich dann auch nicht verändern will, sondern das ist das, was ich für mich gefunden habe. Und den dann zu ändern, nur weil ich jetzt die Ernährungsform ändere, dann finde ich das nicht so gut. Also ich, mein Körper braucht was und das soll auch bekommen und ja, und das ist halt immer die Frage nach Konditionierung, also gewohnt und sich dann ändern, dann ist es das, was du, von du jetzt redest, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn du jetzt was hast, was dir sehr gut schmeckt oder was du merkst, das tut dir wirklich gut, intuitiv und das willst du, sich davon dann zu ändern, nur weil deine Ernährungsgewohnheiten sich komplett geändert haben, das ist halt nicht so. Und übrigens, was man sagen wollte, was auch ganz interessant ist, der Umstieg von Fleischesser zu vegan war meiner Meinung nach relativ einfach. Ich weiß nicht, wie es bei euch gegangen ist, aber im Gegensatz zu vegan zu Rohkost, finde ich, also wenn du das vergleichst, von Fleischesser zu vegan oder von vegan zu Rohkost, was war denn da bei euch? Also für mich war das ganz klar, das eine war total einfach und das andere ist schon durchaus anspruchsvoll. Ich bin erst 2 Wochen dabei und habe noch die Anfangseuphorie. Ich fand das ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Nee, war alles beides... Ja, also bei der Rohkost war ich ja richtig euphorisch, weil vegan bin ich geworden aus ethischen Gründen. Hm. Ich wollte so tierleidfrei wie möglich leben. Und das war für mich überhaupt kein Problem, da habe ich von heute auf morgen umgeschalten. So, also als ich dann letztendlich vegan wurde. Aber Rohkost, da habe ich gleich gemerkt, so nach 1-2 Wochen, dass mich das körperlich so berauscht hat. Das ist mein nach 2-3 Wochen, Urs Hochstrahl hat gesagt, Wochen. Dass der erste Monat die Qual ist, nach der zweiten Monat wird es dann... Ich habe schon lange vegetarisch und vegan gelebt und auch so vorher schon eigentlich schon viel Frisches gegessen. Ich habe ja schon 2 Jahre vorher im Kopf gehabt, da gibt es eine Rohkost und habe da schon ein bisschen drauf hingearbeitet. Habe auch gefastet schon da ein paar Mal vorher. Also vielleicht war ich da ein Stück weit schon so entgiftet. Wie war das bei euch bald? Deine Ausgangslage war ganz anders. Ne? Na, bei uns war es ja auch wieder ganz anders. Es ist ja ein schleichender Prozess bei uns gewesen. Also wir sind ja auf dem Weg seit 10 Jahren. Und wir kommen ja aus der natürlichen Gesundheitslehre. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, der aber ähnlich wie deiner ist, nämlich, dass wir in uns reinschauen und was ist eigentlich, was tut uns gut. Und deswegen sagen wir auch immer, also Rohkost ist schön und gut, gibt ganz viele Bücher, aber letztendlich muss jeder von uns seine Rohkost finden. Das ist auf jeden Fall. Es gibt ja auch viele Rohköstler, die so Massen essen, ja, so ganz viel, also so Massen an Lebensmitteln essen. Und das ist für die auch vollkommen in Ordnung. Für mich wäre es nichts. Ich gehe eher in die Richtung weniger zu essen, auch in die Richtung weniger Mahlzeiten am Tag. Und ich fahre damit ganz gut. Jeder muss halt seinen individuellen Weg finden. Aber ich glaube, das hängt davon ab, ob man jetzt so Einsteiger ist oder schon länger dabei ist. Die Massen? Weißt du? Ja, die Massen. Warum? Doch, wir haben auch ganz viel, weil wir ja noch so diese typischen Ernährungsgewohnheiten hatten. Also, weißt du, die guten 5. Frühstück, dann die kleine Zwischendurchmahlzeit, dann Mittag, dann Kaffee und dann gab es Abendbrot. Und vielleicht nach dem Abendbrot auch nochmal eine Nascherei. Und das übernimmst du ja erstmal auch in die Rohkost, weil du ja immer so diese Angst hast, du könntest verhungern. Oder man diesen Hunger spürt, was aber eigentlich ja gar kein Hunger ist. Aber desto mehr du dich ja reinigst, desto auch hier gedanklich reinigst. Ja. Desto weniger isst du. Desto weniger brauchst du es, weil Essen... ne, Ronny? Kompensation. Du kompensierst über Essen. Kannst du nicht. Und es gibt Rohköstler, langjährige Rohköstler, die jetzt aber nicht so in die Öffentlichkeit treten, die das für sich leben. Die leben schon seit ein paar Jahrzehnten von Rohkost, die essen 1-2 Mahlzeiten am Tag. Und die fasten. Das mache ich ja auch, aber das haben wir schon als normal essen. Aber sie essen jetzt auch nicht dann in der einen Mahlzeit eine Menge von Kalorien. Die essen eher 2 kleine Mahlzeiten am Tag. Ganz wichtig. Also die entwickeln sich dann über die Jahrzehnte. Du redest aber jetzt auch fast von dir, ne? Nein. Du hast, wenn ich so deine Food-Diary gesehen habe, das sind ja die du jetzt am neuesten machst, immer so 3 Mahlzeiten Maximum eigentlich, was ich gesehen habe. Ja, aber es war schon immer so, ich brauche nicht viel Essen. Mein Stoffwechsel verwertet das alles gut, was ich esse. Also das hat natürlich auch, manche würden das als Nachteil sehen, weil wenn du einen Stoffwechsel hast, der
nicht so funktioniert, dann könntest du ja auch viel mehr essen. Du könntest viel mehr essen, was du willst. Du könntest dein Gelüst nachgeben. Ich kann das nicht. Das würde man an meinem Gewicht sehen. Hm. Wenn ich so viel essen würde, wie man einer Frau in meinem Alter meiner Tätigkeit zuschreibt, da würde man das sehen. Hm. Also ich musste dann einfach das für mich herausfinden, was eben für meinen Körper individuell am besten ist. Und das ist für andere nicht unbedingt. Also ich gebe ja auch eine Inspiration. Klar schreiben dann noch viele, oh, du isst aber wenig, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und, die messen oder schreiben mir dann auf, du nimmst doch maximal so und so viel Kalorien zu dir, das reicht doch nicht. Und, aber für mich ist das wirklich optimal und ich gebe nur Inspirationen. Und es gibt aber auch wieder Leute, die mir schreiben, ja, bei mir geht es genauso. Ich esse auch nur 2-3 Mal am Tag und wenig und achte auf leichte Kosten. Da seht ihr vor allem die Massen essen. Das sind meiner Meinung nach oft so auch die Sportler, die so, ja, Eddie Tenten und so weiter, die ja sich mit Früchten zuknallen und so. Gerade jetzt hier YouTube gesehen mal diese Freely, Dorian Ryder oder was es da alles gibt, keine Ahnung, das sind wohl, glaube ich, die beiden Hauptpersonen, die halt einfach auch, sagen wir, zwar sehr viel essen, aber auch sehr viel verbrennen. Und das kann natürlich auch durchaus möglich sein. Also wenn du jetzt den ganzen Tag Sport machen würdest auf dem Rad, würdest du wahrscheinlich auch mehr essen. Ja? Das hat was du gerade gesagt hast, ihrer Tätigkeit entsprechend. Ja, genau. Aber ich kann auch, während ich faste, Sport machen. Ja? Und ich bin früher auch 40 Kilometer Rad im Gebirge gefahren und habe vorher nichts gegessen und danach nur einen kleinen Obstteller. Also ja, das ist aber temporär. Ja. Aber es ist auch so, wenn man viel Obst isst, muss man Sport machen, sonst geht es auf die Leber. Mhm. Also die Fructose wird ja in der Leber verstoffwechselt, was der Körper dann nicht verbraucht, das wird ja dann praktisch eingelagert oder kann auch zu Bauchfett werden. Das hat doch mal der Lars und bei hoher Energie hat das, glaube ich, mal ja, generell, gesagt. Wenn du mehr Energie zunimmst, als du verbrauchst, kann das nie positiv sein. Wenn du jetzt kein Ventil hast, wurde das irgendwie verarbeitet. Also ich weiß nicht, ob zuerst, dass die Sportler automatisch mehr Früchte essen, weil sie eben Sport treiben, oder sie essen so viel Früchte und merken, sie müssen mehr Sport treiben, um diesen Früchte zu verbrennen. Ja, das ist was erst sein. Also, aber das habe ich auch gemerkt, wenn ich so im Sommer, da sind ja natürlich eh viel mehr Früchte vorhanden, auch die wir dann im eigenen Garten haben. Also da renne ich ja manchmal rum wie so ein Flitzebogen, ne? Also was man da wirklich so für Energie hat, also das stimmt, was du sagst mit den Früchten, da bewegt man sich automatisch, aber man denkt jetzt nicht so drüber nach, sondern es kommt dann einfach wirklich von der Energie. Ne? Und ich glaube auch, dass du, wenn du Früchte isst, dass du mehr isst, als wenn du Gemüse isst. Also wenn ich mir das überlege, ich habe so eine gewisse Energie an Früchten und eine gewisse Energie an Gemüse nebeneinander liegen, dann würde ich definitiv mehr, schneller von dem Obst essen können und weiter essen können. Zum Beispiel, ich habe kein Problem, jetzt 1, 2, 3 Kilo Orangen zu essen, aber wenn ich die Energie in Blattsalat essen müsste, da hätte ich irgendwann, würde ich sagen, reicht. Also wahrscheinlich ist da auch... Ja, aber es hat ja was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Naja, das hat mit dem Energieausfall zu tun. Das ist ja letztendlich... Ich verstehe, du isst 3 Kilo Orangen? Sicherlich kein Problem, das zu essen, aber ich esse es. Ich wäre total schockiert. Wieso? Kein Mensch isst 3 Kilo Orangen. Wisst ihr, wie viel Energie das ist? Christian! Wow. Ich weiß nicht, wie viel Energie das ist, aber sagen wir zum Beispiel, was sind denn jetzt 12 Orangen, 12 große Orangen? Definitiv zu viel. Definitiv, weil der Mensch ist nicht zu viel. So hoch. Guck mal, du bist jetzt so groß und ich bin so groß. Aber Christian, mit dem Mehressen, das habe ich an mir auch festgestellt, das kommt wirklich mit dem durch den Blutzuckerspiegel dann. Wenn du wirklich Süßes isst, also nur rein Süßes, eine Banane oder nur Apfel, dass ich dann festgestellt habe, boah, ey, eigentlich könnte ich ja jetzt noch ein Stück essen. Oder noch. Ein Stück. Du redest noch ein Stück. Oder noch eine Frucht. Oder wie jetzt mit dem Kuchen, den ich heute mitgebracht habe. Ich habe heute. Das ist das beste Beispiel, die Torte, eben gerade. Ein Stück gegessen. Ja. Das heißt, vom Energiehaushalt hatte ich also definitiv genug. Aber hey, es gibt mehr. Ja, und dann waren das immer so gut. 3. Ja. Ups. Ja. Und dann deine netten Dinger hier, die. Die Hundekuchen? Die Ananas-Orangen-Chibab-Chichis. Nein, ich weiß nicht, ich habe 8 oder 10 Tage davon gegessen. Alles? Ja. Da ist ordentlich viel Energie drin. Deswegen machen wir jetzt auch das Interview, weil wir irgendwo hin müssen in unsere Energie. Na, aber ich habe gemerkt, wenn ich wirklich grün beimische, und das sagst du ja auch immer, dass es sich dann einfach wirklich besser auswirkt auf meinen Blutzuckerspiegel. Dass ich da besser runterkomme und auch nicht so viel brauche. Ja. Das ist, glaube ich, auch so eine richtig wichtige Sache, wenn wir auch über die Rohkost mal den Bogen nochmal wieder zurückspinnen zur Anfangssache, wo wir über Rohkost geredet haben, dass der Genuss oder das Essen von Gemüse und von sag ich mal,
unspektakulären Dingen, sag mal, wenn man es jetzt vom Genuss her sieht, dass das, glaube ich, total, total wichtig ist. So. Also das habe ich bei mir zumindest auf jeden Fall total gemerkt, wenn ich den Gemüsehaushalt runter mache und viel Obst esse oder viel Nüsse und viel Samen oder sowas, es geht mir nie so gut, wenn ich wirklich auch richtig viel Gemüse esse. Und das ist dann wirklich so eine Umgewöhnung, wo ich dir recht gebe, wo du gesagt hast, ja, da muss man sich ja vielleicht am Anfang so ein bisschen selber konditionieren. Das ist halt vom Genuss vielleicht ein bisschen weg mit dem Gemüse. Aber du merkst dann langfristig, dass es dir auch gut tut und dann ja, weißt du auch, dass es das Richtige ist, was du tust. Und dass es eben nicht konditioniert ist, sondern dass es halt von innen herauskommt. Mhm. Ja. Naja, und viele sagen bei oder zu uns immer, ach naja, ihr könnt es ja. Ne? Bei euch klappt es ja, so mit der Rohkost. Ja, das ist ja genau. Und dann, ja, dann denke ich aber immer, wir haben aber auch anders angefangen. Aber was du eben haben musst, ein bisschen Disziplin. Mhm. Und das kannst du dir aber wirklich antrainieren. Mhm. Also alle denken jetzt immer, wir sind hier wunderdiszipliniert und die strukturiertesten Menschen auf der Welt. Ist ja. Aber nicht so. Wir haben. Das habt ihr heute gesehen. Ich strukturiert. Hallo, ich habe glaube ich eine Stunde gegessen. Ja, ja, aber wir haben uns das ein bisschen ein Stück weit antrainiert und trainieren da aber immer noch. Ne? Mhm. Ja. So. Selbstdisziplin halt. Selbstdisziplin ist der Schlüssel. Ja, und also wie gesagt, auch das Thema, du kannst es ja schaffen und ich nicht. Also ich meine, ich war wirklich Genussmensch ohne Ende und das, wie gesagt, Fleisch und alles Mögliche und Süßes bei mir, Süßes und Fleisch, das war so meine Hauptnahrung vor anderthalb Jahren. Und ich, ja, also ich, selbst ich habe es geschafft und also ich glaube, das kann jeder schaffen. Du musst wirklich bloß die Intention haben. Was auch noch wichtig ist, dass du halt vielleicht Leute hast, mit denen du dich austauschen kannst, wie jetzt bei unseren Rohkost-Potlucks oder auch ja. Internet, Facebook ja, oder sowas ja. Und da auch ja, Erfahrungen dann ein bisschen austauschen kannst und das, also ich glaube, das kann jeder schaffen und ich bin auch fest davon überzeugt und auch von meiner Erfahrung, dass das Rohkost einfach wirklich das Beste ist. Also kann ich wirklich von tiefem Herzen... Wichtig ist, vielleicht sollte man an der Stelle sagen, man sollte auf jeden Fall eine Zeit lang mal probieren. Genau, auch mal probieren. Und zwei Monate nach Osthochstraße, weil nach Osthochstraße. Im ersten Monat könnte es dir ein bisschen schlecht noch gehen, ja, durch die ganze Umstellung und nach zwei Monaten... Und vor allem würde ich vorher bereits schon den Rohkostanteil relativ hoch halten. Ja. Also nicht einfach von gar nichts, oh, ich mache Rohkost, das klingt wie so eine Erfolgsdiät, sondern wirklich schon quasi vegan schön leben und dann halt wirklich Rohkostanteil einfach hochhalten und mal einen kompletten Rohkosttag einstreuen und so weiter und dann auch das Gefühl dafür entwickeln, auch du brauchst dann einen gewissen Drive, um das durchzuhalten. Wenn du spürst, an den Tagen, wo du Rohkost gegessen hast, ist es dir gut gegangen, dann erinnerst du dich auch dran, dann hast du eine Motivation. Wenn nur irgendjemand sagt, hey, Rohkost ist das Gesündeste, musst du ausprobieren, dann tust du beim ersten Stück Stolperstein sagt, nö, da hat nicht recht. So, und das ist das Problem. Also du brauchst ja eine eigene Motivation von innen heraus. Mhm. Und nicht gleich aufgeben. Rohkost ist nicht, heißt nicht, dass du 100% sein musst. Ja? Mhm. Sondern ja, jede, ich, ja. Ja, jede Mahlzeit, die du natürliche Nahrung zu dir nimmst, ist ein Gewinn. Und das muss man sich auch klar machen auf dem Weg zu mehr Leben. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. So, ne? Gut. Dann würde ich sagen, herzlich eingeladen zum nächsten Rohkost-Potluck. Vielleicht, die Antje tut das ja immer ja vor, und der Ronny tut das ja immer vorleben quasi. Die kommen ja von Brandenburg, die kommen ja schon von Frankfurt und sonst was. Wenn ihr bei euch einen Rohkostkreis habt, wunderbar. Dings. Wenn ihr aber einfach jemanden sucht und er hat bei euch nichts, dann kommt mal vorbei das Wochenende. Das ist wirklich, ja, ihr werdet es nicht bereuen. Also keiner, der, egal wie weit die Anreise bisher war, der weiteste war aus Frankreich, das war die mit den getrockneten Oliven. Die kam aus Frankreich. Ich weiß gerade gar nicht. Toll. Ich habe gerade kein Gesicht dazu. Du? Das war die Waage vom Sternzeichen. Ja, ist egal. Ja, es ist so eine etwas kleinere, schwarze Haare und lieb, nett, Waage halt. Auf jeden Fall, ja, also dann auf jeden Fall vorbeikommen. Ihr werdet ja herzlich willkommen ja, und ja, es herzlich. Ist einfach ein wunderschönes Wochenende, was ihr nicht vergessen werdet und entsprechend, ja. Vielleicht sehen wir uns noch zur Revolution am 9.10. April. Da sind wir auch vertreten. Ihr sowieso die beiden Tage. Genau. Und wir an vielleicht auch beide oder an irgendeinem Tag. Ne? Genau. Und das letzte Mal bei der Revolution habe ich gegen die Silke verloren. Da habe ich nämlich gezählt, wie oft man angesprochen erkannt wird. Und da hat die Silke mich ziemlich deutlich geschlagen. Und diesmal hoffe ich natürlich, dass ich zurückschlage. Also bitte mich ansprechen, damit ich meine Strichliste führen kann. Alles klar. Na dann verabschieden wir uns, oder? Ja. Gut. Tschüssi. Ja, ciao. Ja, ansonsten, Mission Vegan 5 ist auch wieder ein Level nach oben gekraxelt und zwar auf Level 20. Die komplette Playlist der Mission 5 findet ihr oben in den Infokarten. Das ist ein kreatives Projekt, wo man 5 Zutaten bekommt von seinem vorherigen YouTuber und daraus eine Zutat kann man ändern, etwas Neues kreieren muss. Diesmal hat die Miriam, Plant-Based Girl,
ihr Rezept zum Besten gegeben. Das Rezept findet ihr hier und ihren Kanal findet ihr unten in der Infobox. Ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wer den Let's Talk vom letzten Donnerstag noch nicht gesehen hat, eine absolute Empfehlung. Ich war sehr überrascht, es hat ein 14-jähriger Mensch angerufen, also Junge, und ja, der hat mir so gesagt, dass er halt Veganer ist mit 14 Jahren und mit 8 Jahren Vegetarier geworden ist, und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Und ja, das Video zu dem Let's Talk vom Donnerstag, logischerweise immer Donnerstag, findet ihr auch oben in den Infokarten. Ich bin gespannt diesen Donnerstag, ja, wer anruft und ob das auch so ein reichhaltiger Mix wird wie beim vorigen Donnerstag. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch wieder dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Wochenstart. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.